ein bisschen Giftschaden, das ist schon mal ganz gut. Eine Rüstung, dafür kriege ich 2% Gold. Ja, stimmt, das mache ich. Warte mal. So, Entschuldigung. Ich habe nicht genug Mana. Oh. Ups. Nein, wieso? Sie sind eine Stufe aufgestiegen. So, Zepter, Mana-Trank. Warum trage ich das Zepter? Das will ich nicht. Oh, komm schon. Oh, die kleine Bombarde ist natürlich auch super. Die kann ich nur zweihändig nehmen, ne? Ich bleibe bei der kleinen hier. Ist immer ein bisschen schwierig, weil er immer weil er immer beide Hände benutzen möchte. Dementsprechend. So, unserer Katze geht's gut. Da ist er ja. Jetzt, wo ich schon alles selbst gemacht habe. Du hast eine Zauberspruchrolle gefunden. Wunderbar. Ich muss mal gucken, was das mit dem Zauber so... später auf sich hat. Wir haben hier ganz viele Sachen gefunden. Das ist super. Ja, das sind so Zwischenstationen, wo man einiges findet. Erstmal ein paar Tränke nehmen. Und ja, aber ansonsten Rüstungsständer natürlich. Dann kümmere ich mich gleich mal um meinen Status. Das ist ja natürlich logisch. Looten und leveln. Zaubersprüche. Verzehrende Berührung. Der Zauber entzieht allen Gegnern, Leben, die er während der Wirkungsdauer des Zaubers trifft. Ja, lerne ich mal, warum eigentlich nicht? Und ich würde sagen, das legen wir dann auf die 2. Das kommt rüber. Angefaulte Armbrust, zweihändig. Oh, das ist natürlich super. So, das rüber, das rüber, das ziehe ich an, das rüber. So, Lederstiefel trage ich hier noch keine. Dann nehme ich das hier. Ja, das sieht doch schon wesentlich besser aus. Guckt es euch an, wunderbar. Ist jetzt nur die Frage, nehme ich jetzt Übungsbogen 24 Schaden die Sekunde... oder nehme ich hier die kleine Barde. Ich glaube, die kleine Barde nehme ich mal. Die sieht eigentlich nicht schlecht aus. Die ist natürlich auch nicht schlecht, aber... das passt. Beschädigter Glutstein, Rüstung pro Treffer um 1 bringen, ist natürlich auch super. Kommt aber mal der Übungsbogen weg. Körperlicher Schaden 11 bis 22. Niedriges Angriffstempo, ja. Dann... soll, ist das so okay. Ansonsten, wie gesagt, 2 auf Verteidigung, 3 auf Grundstärke. Das ist eigentlich soweit ganz in Ordnung. Nehme ich mal das hier natürlich, um hier mit den Fernkampfwaffen mehr Schaden zu machen. Wieder zurück zum Portal. Und dann müssen wir uns mal gucken, was wir weitermachen. Jo, zweite Ebene. Hier kann man die Map noch ein bisschen versehen. So, wir haben den hier gefunden. Die Frage ist nur, wo müssen wir jetzt hin? Es wird jetzt hier nicht so wirklich angezeigt. Auf
der anderen Seite gucke ich ja. Ich laufe einfach mal hier so ein bisschen rum und gucke mich mal so um. Vielleicht finde ich hier was. Jawohl. Alter. Ja, das war nicht schlecht. So, nehme ich die ganzen Sachen mal mit. Ich glaube, der Typ ist sowieso unsterblich. Oder er wird sterben. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das zur Story gehört. Ob der überhaupt sterben kann, aber ich glaube in der Regel nicht. Okay, alles klar. Hier laufen normale Ratten rum. Das ist aber in der Mine kein Problem. Ist natürlich problematisch. Ja, der Querschläger ist natürlich super, was das angeht. Oh, dieses Gewehr ist super. Was mir persönlich sehr natürlich hier auch sehr gut gefällt, ist natürlich mal wieder das Setting. Das ist hier eine ganz normale Muskete, mit der man hier theoretisch schießt und kein hypermodernes Gewehr. Dementsprechend hat das alles noch so ein bisschen Charme. Ich weiß gar nicht, von wann das Spiel ist. Das ist auch schon uralt. Mana muss ich mal wieder auffüllen, oder? Oh, das war super, dass der hinter diesem Dingsbums stand. Dann hat nämlich mein Schuss ihn hier getroffen und ist wieder zurückgekommen, hat gerade nochmal getroffen. Der prallt auch, glaube ich, nur einmal ab. So, muss ich hier weiter nach unten oder muss ich schon zurück? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Wie man merkt, ich nehme hier einfach auf, wie ich Bock habe, ohne großartig Hi und Tschüss zu sagen und so ein Kram. Dementsprechend. Von dem Gewehr eine ziemlich hohe Reichweite. So, wo gammelt denn mein Nachthaar rum? Es boxt sich mit Spinnen. Das ist ein feines Mietekätzchen. Ich habe wenig Mana. Ja, dann lassen wir das jetzt mal ein bisschen. Ich lasse das mal ein bisschen regenerieren. Obwohl, besser doch nicht. Der Felstroll, mit dem darf man doch nicht spaßen. Es ist halt immer schwierig. Hier hast du echt Bock, deine Fähigkeiten zu spammen, weil die super sind. An sich. Aber auf der anderen Seite kriegst du so viel Erfahrung hinzu. Ist meist so. Hier holst du immer tolle Sachen raus, aber kommen auch immer Monster raus. Das bedeutet, wenn du so ein Ding aufmachst, einfach schon mal die Steuerungstaste bereithalten und deine Fähigkeiten spammen. Ich mache hier, ich weiß nicht, ob ich den Querschläger aufleveln soll, weil Frostwurfspieß feuert Eisgeschoss natürlich super, kritische Treffer ist immer aktiv, das ist wunderbar. Abenteurer ist auch immer aktiv, 2% erhöhte Erfahrungen, mehr Ruhm. Ich glaube, Ruhm ist das, was uns, ich weiß gar nicht. EP ist das, was uns an XP gibt, aber Ruhm, ich glaube, Ruhm ist das, was uns, das kann aber nicht sein, ich bin Ruhmstufe 1. Da bin ich mir nicht so sicher. Ansonsten, was haben wir hier? Klasse, erhöht die Angriffszauber, ja, erhöht die Blockchance, entweder mit oder ohne Schild. Ich weiß nicht, das ist natürlich super, Abenteurer ist natürlich super, perfekt, das würde auch nicht schlecht sein. Zielsuchender Schuss ist super. Und hier natürlich der Pfeilhagel ist mein Ultimatum. Nicht unbedingt Ultimatum, aber das ist natürlich das, was ich präferiere. Und dementsprechend möchte ich den Fokus darauf legen.
Warte mal, kamen die von hier? Erstmal den ganzen Kram mit. So, Identifizierungsschriftrollen, das ist super. Ich gehe noch mal ein bisschen zurück und guck einfach mal. Warte mal, ich kann doch auch die Gegenstände anzeigen. Autokarte mit heranzoomen. Option Begleiterbogen. Inventar, J, Tagebuch. Ich gucke einfach mal. Ich habe einen neuen Zauberspruch gefunden. Verstummen brauche ich nicht. Frost. Das ist super. Lege ich mal hier auf die 1. Der Frost klingt natürlich vielleicht nicht. Na komm, ich kann es ja. Ich kann ja erlernen. Ist ja egal. So, Elektrizitätsresistenz brauche ich jetzt nicht. Das kann weg. Das kann weg. 45, zweihändig, ja. Kleine Bombarde, nur die macht einen Schaden mehr. 20 bis 39, 19 bis 38. So, dann kann das rüber, okay. Mein Begleiter ist voll, also gehen wir in die Stadt, das macht er schon. 18 Gesundheit, erhöht jede Eisschale um 2%, 20% Rückwerfresistenz, gibt aber eine Rüstung mehr. Was haben wir hier? 9 Rüstung plus 4 Mana. Erhöht jedes körperliche Elementarschaden um 3%. Das ist natürlich auch wunderbar. Plus 2 Mana. Nehme ich mal das da. Weil zur Rückwerfenresistenz brauche ich jetzt nicht so. Nehme ich mal das normale. Oh, das gab ordentlich Gold. Ah, das ist natürlich auch super, ne? Allein auch von der, vom Aussehen her. Okay, das kriegt mein Begleiter, das. Und, ich nehme die normalen Lederwaffenrock, komm, ist egal. So, dann gehst du nochmal los. Super, gut. Ja, hier oben sieht man auch unsere Nachtara-Frau ungefähr. Je tiefer wir sind, desto länger braucht die Kleine, bis sie unsere Sachen verkaufen kann. Entschuldigung. Und hier sieht man, wann die wieder zurückkehrt. Ihr Begleiter ist zurückgekommen. Das ist wunderbar an sich. Also an sich macht mir das Spiel sehr viel Spaß. Das merkt man meistens daran. Ich wollte eigentlich das Spiel nur kurz anspielen, aber ich werde jetzt hier weitermachen, weil erstens habe ich einfach Lust auf das Spiel und mal gucken. Ist natürlich kein Problem, wenn ich mir sowas mal gönne. Sprich, also hier mit dem ganzen Overlay-Gedöns mache ich natürlich auch ganz gerne mal für ein angezockt Video, weil man kann auch im Gaming sich ein bisschen Mühe geben. Und mehr als nur, ich mache eine Facecam rein, das war's. Und naja, da kann man sich schon mal ein bisschen was machen. Das klappt natürlich nicht mit allem, ja. Dementsprechend, ja, wie gesagt, klappt halt bei allem. Bei Horizon Zero Dawn klappt es halt nicht, wie gesagt. Einfach, weil mein System mit Horizon Zero Dawn so überfordert und beziehungsweise so beansprucht wird, dass es nicht noch zeitgleich auf dem zweiten Monitor OBS mit Rendern rendern kann. Das haben wir ja im Release-Stream gesehen, das wird grausam. Ich könnte es natürlich nochmal probieren, ob es was wird, aber ich glaube nicht. Dementsprechend, jo. Ja, habt ihr wohl euch so gedacht, ihr lümmelhaften Kobolde? Ich muss mich an eine gute Position stationieren und das Treffen üben, aber es ist ja eigentlich nicht so schlimm. Aber es ist super. Crit ist einfach wunderbar.
es ist ein schönes Spiel. Es ist ein schönes Spiel, es ist super gealtert, muss ich sagen. Es macht immer noch Spaß. Auch wenn es ein bisschen älter ist und grafisch jetzt nicht so super aussieht. Aber ich muss sagen, dafür, dass es... Es gibt halt Spiele, die sind schön. Es gibt Spiele, die sind... Die vertragen einen Remake. Und es gibt Spiele, die halt wirklich gut gealtert sind, die sowas theoretisch nicht brauchen. Und da muss ich halt sagen, ist immer unterschiedlich. Ich habe wenig Mana. Vorteil, ich kann von hier oben schon schießen. Die Frage ist, wie komme ich da hin? Ich weiß wie. Ich kann sie zwar von hier alle treffen, aber ich möchte trotzdem noch hoch. Das bedeutet, ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Und mache die erstmal platt. Schöne ist, ich habe das Spiel auf CD. Hier, hat jetzt mit Steam nichts zu tun. Das bedeutet, ich benutze es auch im Hintergrund. Also ich benutze es auch gerade im Fenstermodus. Dementsprechend, ja, ich muss auch noch Child of Light aufnehmen. Ich habe mir die Erlaubnis von Ubisoft nicht umsonst geholt. Wogegen ich sagen muss, der Ubisoft-Support ist super. Gechattet und war dann so ein bisschen. Hat sich schon so ein bisschen gefreut. Naja, auf jeden Fall. Ich habe mir das Spiel nicht im Handel gekauft. Oh, Kurzbogen. Ich habe mir das Spiel in einer Zeitschrift gekauft. Da war das damals mal drin. Ich habe mir gedacht, komm, holst es dir mal. Dementsprechend habe ich die... Ah, ist jetzt alles eingepackt, sonst würde ich euch die Box gerne noch ins Dingsbums halten. Ich habe das nämlich so gemacht, dass ich das ist immer ganz gerne so mache, dass Spiele, die ich in der Zeitschrift auf CD habe, dass ich mir davon eine DVD-Box... dass ich mir da einfach eine Box geholt habe. Und ja, das kann manchmal passieren. Verfluchtes Schwert, ernsthaft? Das ist eine coole Idee. Auch hier mit diesen Schatten hier, mit diesen blauen Polygonschatten. Wenn du in der Wand bist, das ist an sich schön gemacht. Jawohl. Habe ich es halt so gemacht, dass ich mir einfach ein paar DVD-Boxen geholt habe, mir das Cover ausgedruckt habe und einfach versuche da... das ins Regal zu stellen. Bei Spielen, die ich halt über Zeitschriften habe. Was haben wir hier? Kritische Treffer mache ich natürlich. Was für eine Stufe bin ich denn? Ich bin Stufe 5. Das bedeutet 5 Stufen noch. Ja, ich würde sagen, das maximiere ich. Ah, ich muss so viel maximieren. Ich glaube, ich bleibe auch hier, weil ich so viele Skillpunkte habe ich gar nicht. Shuriken wäre natürlich super, Schlichterin auch, aber ich bleibe bei der Schützin erstmal. Das ist absolut mein absoluter Favorit. Und ich bleibe dann auch hier bei 2 Verteidigung und 3 Geschicklichkeit. So stand es, glaube ich, damals in dem Ratgeber. Gegenstand für Verzauberung hier platzieren. Das bedeutet, ich kann versuchen, was zu verzaubern. Das ist super. Oh, Kurzbogen. Sie haben kein Glück. Du tauchst den Gegenstand kleine Bombarde ins Licht, aber nichts geschieht. Okay. Gut, schade. Das sind so Upgrade-Stationen. Kannst du entweder beim Zauberer machen oder während du im Dungeon bist. Kannst du das auch mal machen. Warte mal. Das kann rüber. Das kann rüber. Ich muss jetzt mein Inventar mal ein bisschen sortieren. Das kann rüber. Das kann rüber. Das kann rüber. Handschild kann rüber. Kann rüber. Okay. 2 Bonus auf Attribut Magie. Warum eigentlich nicht? Das kann rüber. Okay. Ah, jetzt wird es interessant. So ein bisschen. Die kleine Bombarde, die ich aktuell ausgerüstet habe, macht 45 Schaden pro Sekunde. Also körperliche Schaden von 20 bis 39. Hier habe ich jetzt 2 Schaden weniger, habe aber 6% schnelleren Angriff. Das kann sich auf Dauer natürlich ausgleichen. Dann, ich
Ich glaube, das mache ich dann auch. Ich habe noch eine Identifizierungsschriftrolle. Nicht identifizierte Lederrüstung. Oder das. Hier habe ich den normalen Waffen, Lederwaffenrock. Hier habe ich eine Lederrüstung. Lederstulpen. Ich würde erstmal den Rock nehmen. 12 Rüstung. Erhöht jeden Giftschaden um 3%. 3% Bonus auf Attribut Verteidigung. Yes. Und das heben wir uns mal auf. Ich glaube, ich gehe mal beim Händler später und hole mir mal ein paar Identifizierungsschriften. Ich denke mal, so 10, 15 sollten reichen. Ah, Kurzbogen ist natürlich super, ne? Aber hier so Revolver. Ich mag das halt, weil die mit Waffen arbeitet. So, unsere Nachtara muss mal... Ihr Begleiter hat sich auf den Weg gemacht. Schade, dass er die Namen nicht laut ausspricht. Auf der anderen Seite des Spiels ist ab 12. Ich glaube, wenn ich das damals gecheckt hätte, dass er den Namen rausrückt, dann hätte ich mein Tier... Mein Begleiter so genannt wie, keine Ahnung, Penis oder so. Ihr Penis ist bereit, hat sich auf den Weg gemacht. Das wäre dann so ein kleiner präpubertärer Schmunzler geworden. Ich muss mal gucken, so ein bisschen behalte ich natürlich die Sachen im Blick, aber ich habe heute einfach nicht so viel zu tun. Es ist alles gepackt, jetzt warte ich eigentlich nur noch auf die... Ihr Begleiter ist zurück. Ah, das ging schnell. Warte eigentlich nur noch auf die Schlüsselübergabe und dann kann es schon mal so... geplant werden. Am Wochenende geht es dann groß los und so weiter und so fort. Und ja, soweit. Ich freue mich auf jeden Fall. Es wird ziemlich cool, wenn alles dann geklärt ist und man dann wieder streamen kann und so ein Kram. Dann ist das natürlich super. Ich habe... Warte mal, kann ich die Karte auch irgendwie mal groß aufrufen? Alter, das war ein Crit. Okay, den Heiltrank kann ich so nicht aufnehmen. Muss ich wahrscheinlich hier lang. So, warte mal, wenn ich hier... Okay, das war cool. Also, die Zauber müssen nicht immer wieder aufladen. Ich verstehe, ich verstehe. Okay. Den Heiltrank nehme ich erstmal mit. Obwohl ich glaube, so viele Heiltränke brauche ich als Schützen gar nicht. Da werde ich wahrscheinlich eher das Mana spammen. Ich glaube, da brauchen wir als Nahkämpfer mehr. Finde ich aber gut, dass es relativ gleich ist. Oh, ich liebe diesen... Super. Ich glaube, ich hätte doch ruhig eine Nummer schwerer nehmen können. Aber ich bin eigentlich mit normal ganz zufrieden. Ich will es nicht geschenkt haben, aber ich will auch nicht unbedingt... Ich habe genug von Dark Souls. Und dass ich mir große, schwere Spiele anskillen kann, habe ich auch bewiesen durch das Spiel Dark Souls. Und dementsprechend kann ich mir auch andere Spiele ruhig mal ein bisschen gönnen. Ah, okay, ich verstehe. Pro Level kriegen wir also einen Skillpunkt und einen und fünf Statuspunkte. Wenn wir allerdings Ruhm ernten, kriegen wir zusätzliche Skillpunkte. Okay, dann hat sich das jetzt auch geklärt. Hab jetzt Ruhm 2. Das bedeutet, ich muss jetzt insgesamt 6 Skillpunkte haben. 3, 4, 5 und einen habe ich noch übrig. Ja, nehmen wir mal das. Warum eigentlich nicht? Und das lege ich dann, würde ich sagen, auf die 3. Ne, weißt du was? Das lege ich auf die 1. Das nehme ich dann auf die 2 und das auf die 3. Oh ja. Also die Frage ist... Was habe ich denn... Du musst ständig... Das ist so... Das ist ein bisschen nervig, das muss ich gestehen. Du musst halt ständig deine Waffen im Blick haben. Das kann rüber. Warte mal, den Ring. Oh, das ist gut. Ich kann 2 Ringe tragen. Erhöhte Erfahrung und 30 Gesundheit. 2 Mana, 3% erhöhtes Zaubertempo und plus 19 Gesundheit. Das ist nicht möglich.
Und jetzt habe ich zwei, das was du, die Attribute, die du durch Glut